Bleiben wir bei den Gefühlen, liebe Zuschauer. Kurt Tucholsky hat gesagt, wir sitzen mit unseren Gefühlen meistens zwischen zwei Stühlen. Ich habe neulich eine neue Single in die Hand bekommen. Da hatte ich nicht dieses Gefühl. Ich hatte sofort das Gefühl, hier handelt es sich um ein Talent besonderer Güte. Sie ist eine bemerkenswerte Musikerin. Sie hat und tut es noch mit Ulla Meinecke zusammengearbeitet. Sie komponiert, sie arrangiert, sie textet. Sie ist eine hervorragende Keyboarderin und jetzt ist sie eine ebenso hervorragende Interpretin geworden. Und sie beschäftigt sich mit dem Schwierigsten, was es in der Schlagerbranche oder in der Popmusik gibt, nämlich mit Gefühlen. Mit Gefühlen soll man ja heute angeblich nur noch sparsam umgehen dürfen. Ich finde, wir sollten immer mehr zeigen, dass wir irgendwo noch etwas fühlen. Das tut keinem von uns schlecht. Und als ich das Lied gehört habe, da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss sie Ihnen, liebe Zuschauer, bei Auf los geht's los vorstellen. Herzlich willkommen, Cosa Rosa. Ich bin sicher, von Cosa Rosa werden wir noch eine ganze Menge hören. Hat es euch gefallen?
Matthias hat mir gerade gesagt, bin überhaupt nicht mehr aufgeregt. Wie schön, ich hoffe, ihr auch nicht mehr. Hat sich schon gelegt, brauchen wir ja auch nicht. Sind so entzückende Menschen hier in Münster. Komm doch her, ich brauche dich sehr, da hat sie gesagt. Da bin ich. Guten Abend, Rosa. Guten Abend. Ich habe Ihnen nicht gesagt, liebe Zuschauer, dass ich Ihnen Rosa gleich zweimal vorstellen werde. Das erste Mal als Interpretin, ist geschehen. Schönes Lied. Danke. Gratulation. Und das zweite Mal als Tochter. Ich nehme an, Sie haben eine Mutter. Ja, habe ich. Verstehen Sie sich gut mit ihr? Ja, sehr gut. Wir haben Muttertag. Mhm. Wo lebt sie? In Walsrode lebt sie. Sie sind nicht weit von hier? 200 Kilometer ungefähr. Ne? Hätte ja eigentlich heute hier sein können. Hätte sie, ja. Ist wenn sie, sie gewollt ich hätte. Auch. Sie wollte. Wir sie wussten wollte, nämlich nicht, ja. ob wir das machen können. Dann haben wir gesagt, probieren wir es. Wir haben die Rosa gefragt, ob das wohl möglich ist, dass die Mama heute Abend hier ist und es zur Aufgabe für die vier Kandidaten wird, die Mama von Rosa Precht. So ist nämlich der Familienname. So ist der richtige Name, ja. Prächtig. Viele denken, Cosa ist der Vorname und Rosa ist der Nachname, Nein. der Familienname. Rosa ist der Vorname, Precht. Ja. Frau Precht, die Mutter von der Rosa, sitzt unter den neuen Damen, die wir gebeten haben, aus dem Publikum heraus sich hier hinzusetzen. Guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Wer könnte die Mutter von Rosa sein? 10 Sekunden. 10 Sekunden schauen Sie sich die Damen hier an. Wer ist die Mutter von der Rosa? Wenn Sie es haben, ziehen Sie bitte die Nummer der Dame, die Sie glauben, und zeigen Sie Ihre Tafeln dem Publikum, da wir mal sehen. 1, 3, 3 und die 5. 1, 3, 3 und die 5. Die 1. Guten Abend, Jennifer. Sind Sie die Mutter von der Rosa? Nein. Nein. Wären Sie es gerne? Ja, doch, warum nicht? Ja, doch, warum nicht? Das ist schon ganz gut. 5. Guten Abend. Das ist ein schöner roter Schal. Guten Abend. Sind Sie die Mutter von der Rosa? Nein. Nein? Nein. Dann bleibt 5. Nee, das habe ich gefragt. Die 3 war es, die 3. Guten Abend. Guten Abend. Sind Sie die Mutter von der Rosa? Ja, das bin ich. Ja, das ist sie. Guten Abend, Frau Precht. Guten Abend, Herr Kopfsteller. Herzlich willkommen. Das ist selten, dass ich Mutter und Tochter in der gleichen Sendung bei mir zu Gast habe. Sind Sie stolz auf Ihre Tochter? Ja, das bin ich. Das bin ich. Waren Sie sehr immer? Stolz? Na, anfangs wohl nicht. Der Beruf ist mir eigentlich ein bisschen zu gewagt, wollen wir mal sagen, gewacht. Der Musikberuf, weil es zu unsicher ist in dieser Zeit. Was sie macht? Musik ist na, unsicher? Ja, ist an und für sich unsicher, ja. Was sagen. Hätten Sie denn gerne gehabt, na ja, dass die ja, Rosa geworden wäre? Sie hat ja erst Architektur studiert und ist Architektin. Hat Fertige, gemacht. Richtige, Fertig, ja. ausstudierte, ja. diplomierte Architektin. Ja. Donnerwetter, ja. hätten Sie das gedacht? Rosa! Wenn ich das so richtig höre bei der Mama, du hättest richtige große Häuser bauen können ja, kann und keine ich auch. Luftschlösser, wie die Mama offensichtlich annimmt, dass es in dem Beruf sei. Warum? Warum den Beruf gewechselt? Ich habe mich schon immer für Musik interessiert ja. und habe dann erstmal den Vernunftweg genommen, Architektur studiert und auch den Beruf ausgeübt. Mhm. Und habe dann parallel in einer Band gespielt. Und dann hat's und gefunkt. Als ich einmal auf der Bühne gewesen bin, dann, ja, dann ist man versaut, kann man sagen. Ne? Dann kann man das nicht so ohne weiteres versaut. Wieder lassen. Versaut ja. ist man dann. Mhm, dann ist man wirklich. Ja, ich kenne das. Ich habe ja auch sowas zu Hause. Mhm. Der hat zwar gleich mit Musik angefangen, der kann nicht also zurück auf irgendeinen anderen Beruf. Gefällt Ihnen die Musik, die Ihre Tochter macht, Frau ja, Precht? Ja, die gefällt mir. Ja, tanzen Sie auch dann so richtig mit? Ja. Sie haben sie ja gerade gesehen, ja, die steht da oben und macht das also ganz toll. Wirklich, ja. Gefällt Sie haben ja. überhaupt nichts mehr dagegen einzuwenden? Nein. Dann kann Nein. ich Ihnen nur zu Ihrer erfolgreichen Tochter gratulieren. Ich nehme an, Sie sitzen auch immer zu Hause und halten ja, die Daumen. Was haben Sie denn gesagt, als Sie gehört haben, dass Sie heute Abend zu uns kommen sollen? Na, ich? Ja. Dass ich komme? Oh, ja. Ich war so überrascht ja. und habe gleich ja gesagt. Ja. Und habe gedacht, wie kann ich? Und hinterher hat sie Ihnen leid getan. Ja, na ja, leid getan kann ja, ich ja. auch nicht direkt sagen. Nicht? Ja. Da habe ich mich gefreut, aber es war mir alles so, das hatte ich noch nie gemacht. Und wie ist es jetzt? Och, schön. Schön ja. ist es. Ja. Kommen Sie jetzt öfter ins Fernsehen? Weiß ich nicht. Okay. Aber Spaß hat es mir gemacht.
herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich danke auch. Und ich helfe Ihnen beim Daumenhalten für die Karriere von der Rosa, über die ich überhaupt nicht im Zweifel bin, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Alles Gute, herzlichen Dank, toi toi toi, viele Grüße an deine Jungs. Bleiben wir noch bei einer Mutter.